Was geht ab, YouTube? Heute mal ein neuer Vlog für euch. Heute ist der Spontan-Tag meiner Lady. Sie hat ihren Bachelor erfolgreich abgeschlossen. Und wir gehen jetzt zum Rathaus für die Zeremonie. Keine Ahnung, wie das heißt. Wo die diese Hüte in die Luft werfen und so. Die Sponsionsfeier. Jetzt gehen wir keine zum Rathaus. Bei uns Hüte in die Luft. Sie wird den Hut in die Luft werfen. Und es ist Sponsionsfeier im Rathaus, im Wiener Rathaus. Und am Abend haben wir noch eine Sponsionsparty geplant. Und heute, nicht nur, dass es eine Sponsionsfeier ist, werde ich heute mit euch über mein nächstes Ziel reden, wie ich vom Physikathleten zum Heavyweight, zum 100 Kilo plus Bodybuilder werde. Aber auf jeden Fall zuerst Sponsion. Wie ihr seht, habe ich schon ziemlich zugenommen. Meine Backen sind noch rund. Ich bin 95 Kilo zurzeit. Also 7 bis 8 Kilo mehr als im Wettkampftag. Aber es ist natürlich viel Wasser vom Rebound. Der Bart kann es leider noch nicht kaschieren. Auf jeden Fall, wir sind jetzt am Weg zum Rathaus. Und dann werdet ihr gleich alles sehen, wie schön es dort sein wird. Glaube ich. Ich war noch nie dort. Ich hab keinen Abschluss. Kennet Foto! Du wurdest gerade ausgeboten. Wir haben auch eine schöne Kamera. Sarah! Natalie! Das Video. Okay, hey,
fühlst du dich jetzt als Bachelor of Science, Baby? Genauso intelligent wie Gott. Dein Kleid ist so schön. Bleib stehen, ich will dein Kleid. Warte. Jetzt dreh dich. So, Leute. Annas und Family sind in 11. Bezirk gefahren. Ich habe gesagt, ich muss schnell nach Hause, weil wir haben da noch Luftballons für später für die Party. Die muss ich auffüllen gehen. Und ein paar andere Sachen braucht Annas auch. Und ja. Und ja, easy. Also ein paar Sachen hole ich. Und dann fahre ich gleich zu denen. Ich habe so Hunger, Scheiße. So Leute, mittlerweile sind wir im Restaurant. Und wir haben alle Sachen hergerichtet, schnell wieder umgezogen. Ich habe mich angekleidet. Ich habe gerade ausgewaschen, das sieht man nicht mehr. Das Korn wird gerade zugemacht. Dann kommt die Masche wieder dran. Und ja, ich zeige euch jetzt unseren Platz draußen. Da draußen ist unser Platz. Hallo! Wenn du eine Arbeit geschafft hast, ich bin so wahnsinnig stolz auf dich, dass du es geschafft hast. Und ja, ich bin auch zugleich noch anschließend beeindruckt, dass es so schnell ging. Und ehrlich, ich habe erwartet, dass es so schnell ging. Und ich mag dich sehr. Ich liebe dich sehr. Yeah. Ich hoffe, dass ich dir irgendwann mal bei irgendwas helfen kann. Wie du mir immer heißt. Ende. It's so funny. He's like, yeah, I'm surprised that it was so fast. But I expected that it was gonna be so fast. And I'm hope you helped me the whole time. I hope, because you helped me so many times, I hope that I can help you also in the future. So, so viel zu meiner Tanzanlage. Du bist mit der Uni fertig. Gratuliere, Frau Bachelor oder Bachelorette. Was auch immer, ich bin so stolz auf dich. Du hast es geschafft, ein weiterer Meilenstein in deinem Leben. Du hast das super gemacht. So toll. Auf das wir immer drauf anstehen. So Leute, Nanas hat vorhin ihr Video bekommen. Und jetzt werden wir gleich essen. Gibt's natürlich Chicken. Salat und noch was. Cognac, Weißwein, Wasser. Das brauchen wir nicht. Eistee. Darf ich? Ich hab keine Ahnung, Baby. Wer kennt sich da aus? Das schmalere Glas ist das Wasser. Ja, und das Rotwein.
Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, um heute mit mir zu feiern. Ich habe diesen Tag so lange hierher gewünscht. Ich hasse nämlich Lernen. Und auch wenn es mich interessiert hat, es hat mich gefehlt. Und es war vor ein paar Wochen, wie gesagt, schon vorbei war für mich, was eines der wichtigsten Tage überhaupt. Also die Matura war schon was extrem Tolles für mich und das ist auch wieder extrem schön. Und danke, dass ihr hier seid. Leo, Mischka. No. Okay, danke. Merci. Ja. Willst du auch trinken müssen? Nein. So. So. Weißt du? Das passt jetzt so gut dazu. Ja. Das ist so gut. Mama taught me another silk word. Mama 17, by same color t-shirt. White mama taught me another silk word. Mama 17, by same color t-shirt. Also Leute, mittlerweile ist die Sponsion von Nanas schon zu Ende. Ich bin jetzt im Auto mit dem Cousin von Nanas, ihrem Papa und Nico, wo bist du? Nico. So, und wir fahren jetzt nach Gurk, das ist in Klagenfurt, glaube ich, bevor ich jetzt zum Blödsinn rede. Und dort verbringen wir 3 Tage, dann geht es weiter nach Kroatien und nach Venedig. Ernsthaft, auf jeden Fall, das ist ein extra Video. Kurz zum Thema, ich wollte dazu kommen, was mein nächstes Ziel ist, Leute. Das nächste Ziel ist, weil ihr wisst, ich bin mittlerweile ein Physik-Pro geworden und bin auf der Bühne immer mit 88, 86 Kilo. In der Off-Season bin ich ca. 96 Kilo. Mein nächstes Ziel ist es, über ein Jahr zu passieren, eine Off-Season zu machen, um ins Bodybuilding zu kommen. Mein Ziel ist 100 Kilo auf der Bühne, 100 Kilo plus auf der Bühne. Ein Wettkampf, ob ich schon einen Wettkampf im Kopf hätte, das wäre nächstes Jahr 2018 in Las Vegas im November bei WrestleMania, auch am Fitness Universe Weekend. Aber schauen wir mal, zurzeit bin ich auf 95 Kilo, Körperfett ist natürlich gestiegen, Wassergehalt auch, nach dem Rebound, nach dem Wettkampf. Ich bin auf 6000 Kalorien, jeden Tag zwischen 800 und 1000 Gramm Kohlenhydrate. Zwischen 200 und 250, 270 Gramm Protein und zwischen 80 und manchmal sogar 150 Gramm Fett. Ich check jetzt nicht so genau, wenn ich Blödsinn essen mag, durch eine Blödsinn essen, wenn die Familie rauskommt und essen oder wir essen, was esse ich einfach. Ich check nicht alles genau, aber ich schaue, dass ich ca. mindestens auf meine 6000 anpeile. So, mehr zu sagen gibt es nicht. Einen Weight Gain habe ich zurzeit von Dedicated Nutrition. In der Früh kriege ich einen Gains mit 6 Löffel, der auf die 800 Kalorien kommt. Und 30 Gramm Fett und 50 Gramm Protein, der Rest sind Carbs, ich bin nicht sicher wie viel Gramm Carbs. Und jetzt im Urlaub habe ich mein Reisprotein mit und von Biotech und einen ganz normalen Whey Protein. In Kroatien werde ich zum Trainieren kommen und ja. Ja, das war's halt. Das ist mein Ziel, aber natürlich werde ich jetzt die Trainingseinheiten auch alle abfilmen und zeige euch, wie ich zurzeit trainiere. Zurzeit trainiere ich einfach alles einzeln. Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps, Schulter, dann manchmal Trizeps noch dazu, einmal Beine und extra Arme. Aber alles gechillt. Also so gesehen alles einmal, nur die Arme 2 bis 3 Mal in der Woche. So. Das war's, Leute. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die nächsten Videos sind, wie ich im Urlaub in Nahe zu ihrer Familie bin. Also schaut dazu.
wenn wir schöne Gym-Sessions haben und schöne Lifestyle-Videos abdrehen. Also ich wünsche euch nur das Beste, schöne Grüße aus irgendwo jetzt am Lande, aber aus Österreich. Peace.